Morgen steht das absolute Highlight der Woche an, nämlich die Inflationsdaten aus den USA. Und die Märkte erwarten, dass die niedriger ausfallen werden als erwartet, ziemlich niedrig ausfallen werden, sodass man vielleicht im Vorfeld dieser Zahlen schon mal eine Rallye heute und morgen Vormittag versucht, weil man sich sagen, naja, lass uns mal dieses Ereignis frontrunnen, lass uns mal früh dran sein, die anderen kaufen später, wir kaufen jetzt, durchaus möglich. Und vielleicht hat die Fed deswegen gestern in Gestalt von vor allem zwei Damen der US-Notenbank versucht, hier die Gemüter schon im Vorfeld mal ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, naja, wir werden die Zinsen so oder so anheben. Schauen wir uns dieses aktuelle Setup mal an, meine Damen und Herren. Hier gestern Daly, die glorreiche Chefin der San Francisco Fed, in ihre Bereiche fallen ja diese maßgeblichen Pleiten Silicon Valley Bank und Signature Bank, wo null Aufseher wo null Aufsicht passiert ist. Man hat keine Stresstests gemacht, hat die Banken praktisch allein gelassen und dann festgestellt, hups, die sind pleite. However, die sagte eben, das Risiko ist zu groß, nichts zu tun oder ist größer, nichts zu tun gegen die Inflation, als zu viel zu machen gegen die Inflation. Und sie sagt, a couple more rate hikes appropriate, also einige Zinsanhebungen seien noch nötig in 2023, was ja bedeutet, mindestens zwei. Zwei ist so die obere Kante der Erwartung seitens der Märkte, was die Fed vielleicht noch tun wird. 26. Juli, nächste Sitzung der Fed, gilt als ziemlich sicher, dass die Fed da agieren wird. Aber was kommt dann? Das ist eben die Frage. Auch gestern Mester. Es könnten mehrere Zinsanhebungen erforderlich sein, um die Inflation wieder auf ihr Ziel zu bringen. Also ziemlich hawkischer Fed-Speak gestern. Und hier schauen wir uns mal an, was morgen erwartet wird. Da wird, wenn Sie rechts hier mal gucken, 3,1% erwartet zum Vorjahresmonat in der Headline-Zahl. Aber die Fed hat immer wieder gesagt, wir sind an der Kernrate besonders interessiert. Und da ist der Anstieg 0,3 und 5,0 erwartet, jeweils zu Vormonat und Vorjahresmonat. Und dann sehen wir sowohl im Cleveland-Fed-Modell hier oben als auch unten, dass dann die Inflation wieder ansteigen dürfte, weil eben der Basiseffekt letztendlich niedriger ist. Und jetzt ein frisches Papier eines Fed-Researchers, nämlich Michael Kiley. Der sagt also, die Daten in 2022 und 2023 entsprechen einem Modell, das zeigte, dass wir wahrscheinlich auch in 2024 nicht unter 3,5% bei der Kerninflation kommen werden. Das wiederum dürfte dann frisches Futter für hawkische Einstellungen der Fed-Mitglieder sein. Die Frage ist, interessiert die Märkte das? Oder sagen die, naja, wir erwarten zwar, dass diese Inflation niedriger ausfällt, wenn das morgen auch der Fall ist, dann machen wir noch mal eine extra Party. Man feiert an der Wall Street gerne ja Partys 3 oder 5 Mal, auch wenn schon eigentlich nur die Erwartung getroffen wird. However, gestern sahen wir Interessantes an den Märkten. Wir sahen Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, deutlich im Plus. Die anderen Indizes, vor allem der Nasdaq, praktisch mehr oder weniger unverändert, sodass die Relation zwischen Nasdaq 100 und Russell sich wieder zugunsten des Russell verschoben hat. Und schauen wir mal hier, wir sehen, rot sind hier die Dickfische, eine Microsoft unter Druck, eine Apple hat verloren, eine Google vor allem hat verloren, eine Amazon, eine Tesla. Also alles, was Groß-Tech ist, hatte verloren, selbst Nvidia, nur Meta hat gewonnen. Und wir sehen hier mal viel Grün. Also viele Aktien sind gestiegen, gestern deutlich mehr Aktien gestiegen als gefallen, aber dennoch die Indizes nicht so fürchterlich bis auf den Russell verändert. Unten sehen wir mal den Nasdaq Equal Weight Index, also den gleichgewichteten Index im Nasdaq, wo jede Aktie gleichgewichtet ist. Dicke grüne Kerze nach oben oder weiße Kerze, je nachdem. Also die Marktbreite hat sich deutlich verbessert, weil die Leute rotieren raus aus Big Tech und eben rein in Werte, die vielleicht noch nicht so überteuert sind. Hier sehen wir mal die Aktien ohne die Large Caps, also ohne die großen Dickfische, höchster Stand seit Mitte Februar. Mit anderen Worten, aktuell, so wie es jetzt in den letzten 2, 3 Tagen gelaufen ist, sind die Dickfische aus dem Tech-Bereich nicht mehr die Treiber, sondern eher die Bremser der Rallye. Kein Wunder bei Bewertungen. Microsoft KGV 36, Apple 32, muss man ja auch erstmal hinkriegen, dass da irgendwann die Luft ein bisschen dünner wird. Wäre kaum verwunderlich. Hier sehen wir mal Microsoft im Wochenchart und die Relation in Relation zum SPY, also zum S&P 500, wenn man so will.
extrem krasse, was da passiert ist. Natürlich eine gute Firma, bla bla, gar keine Frage, aber hier ist eben jetzt vor allem diese KI-Euphorie eingepreist. Wird die sich rechtfertigen lassen? Das wird die große Frage sein. Ebenso oder weniger bei Apple, da ist ja mit KI scheinbar noch nicht so viel am Start. Hier sehen wir jetzt fast einen Rekord in den letzten Jahren, wie lange die Aktie schon über dem 50-Tages-Durchschnitt ist. 3 Billionen. Bei einem stagnierenden Geschäftsmodell ist diese Aktie auch immer mehr wert geworden. Also das ist das Muster, dass die Aktien schlichtweg teurer geworden sind. Und hier sehen wir mal, wir haben jetzt S&P Tech, also den Tech-Sektor im S&P 500, ja mit 29% Gewichtung etwa der wichtigste. Wir sind 9 Monate gefallen aufgrund der Ankündigung und dann der Umsetzung der Zinsanhebungen der Fed. Und jetzt sind wir 9 Monate, wenn man so will, gestiegen in diesem Sektor, nämlich Tech-Sektor. Die Stimmung unten, wie Sie sehen, AAII ist bullischer geworden. Am Donnerstag gibt es da neue Zahlen. Das alles erinnert so ein bisschen an Dotcom-Blase, gerade bei den großen Tech-Werten. Hier mal ein Vergleich, 2023 seit Jahresbeginn und 1990 sieht so ein bisschen ähnlich aus. Wir haben in letzter Zeit auch erlebt, untere Grafik, dass die nicht profitablen Tech-Unternehmen, also Junk-Schrott, mit viel Hoffnung, aber wenig Aktualität, aktueller Gewinnsituation, dass die sich deutlich besser entwickelt haben als der Nasdaq. Also der Dreck wird gewissermaßen wieder nach oben gespült. Ein großartiges Zeichen. Wir sehen, dass Hedgefonds schwierige Zeiten haben, weil die meistgeschorteten Aktien besonders stark steigen, während die Long-Positionen der Hedgefonds nicht so richtig funktionieren. So hat man gestern 387 Basispunkte verloren, wie Goldman Sachs sagt, durchschnittlich als Hedgefund. Also das war kein guter Tag. Hier sehen wir mal den S&P 500 auf Tagesebene. Kämpft hier mit dieser Aufwärtstrendlinie, hat er jetzt zunächst mal gehalten, wie es aussieht, unterwegs gestern mit einer dicken Umkehrkerze. Könnte also bedeuten, dass wir einen niedrigeren VIX sehen und dann einen höheren S&P 500. Wir sehen, dass die Zinskurve sich wieder etwas verflacht, nachdem wir eine massive Versteilung gesehen haben. Geht es jetzt seit einigen Tagen bergauf. Und Kernaussage ist immer, oder praktisch das Entscheidende ist, wenn die Zinskurve vorher massiv invertiert war und dann sich reinvertiert, dann haben wir die Rezession. Aber das ist auffällig. Wir sehen, dass die Renditen wieder ein bisschen runtergekommen sind. Die 10-Jährige kämpft so mit der 4er-Marke aktuell, und wenn wir uns mal noch Daten anschauen, die gestern Abend reingekommen sind, zu der Lage bei Krediten für Konsumenten, immer sehr wichtig, weil ja die Wirtschaft in den USA so von diesen Krediten abhängig ist, und da sehen wir, ganz schwacher Anstieg nur des Consumer Credit Bereiches, und bei den sogenannten Non-Revolving Credits, also das sind Studentenkredite und Autokredite, Autoloans, die Amerikaner finanzieren ja auch sehr viel ihre Autos, da sehen wir sogar einen Rückgang. Das heißt, der Konsument scheint so ein bisschen jetzt langsam am Ende der Fahnenstange angekommen zu sein. Es wird knapp, es wird schwieriger, man nimmt weniger Kredite offenkundig, und kein Wunder, wenn jetzt der durchschnittliche Zinssatz für eine Kreditkartenbelastung bei 22,16% ist. Ja, das kannst du halt dann auf Dauer nicht durchhalten. Das ist genau das Problem. Abschließend zu den USA nochmal. Es wird immer lächerlicher, was sich Elon Musk und Zuckerberg hier praktisch duellieren, beide ja Konkurrenten Twitter, und jetzt will Zuckerberg Twitter Konkurrenz machen. Jetzt schlägt Elon Musk einen Schwanzvergleich vor, also es wird unterirdisch. Das ist schon ein bisschen kindisch, das zeigt schon ein bisschen diese Infantilisierung dieser ganzen Situation. Kommen wir jetzt mal nach Deutschland. Hier sehen wir, Geschäftsklima für Selbstständige trübt sich ein. Für mich ein sehr wichtiger Indikator, weil die Selbstständigen sehr nah an der Lage sind, an der Realität sind. Hier sehen wir, dass das deutlich schlechter geworden ist. IFO schreibt, das ist eine Art Dominoeffekt. Viele Großunternehmen fehlen Aufträge, also vergeben diese Großunternehmen auch weniger Aufträge. Und vor allem auch im Dienstleistungssektor geben die Erwartungen spürbar nach. Das heißt, der Sektor, der ja bisher noch so robust dastand, der beginnt jetzt scheinbar in Deutschland hier mit Selbstständigen als Frühindikator auch zu schwächen, interessanterweise. Wir haben dann um 11 Uhr heute ZEW-Index, sonst keine Daten ja vor den morgigen Inflationsdaten aus den USA. Der könnte weiter nach unten gegangen sein. Erwartung minus 10,5. Um 11 Uhr, wie gesagt, kommen die Zahlen. Schauen wir uns den Info
an, der ja doch deutlich rückläufig ist von seinen Hochs und diese Schwäche der deutschen Wirtschaften nochmal bestätigt, die wir jetzt bei den Selbstständigen auch gesehen haben. Schwäche ist auch das Stichwort für China. Wir haben jetzt vor allem Banken unter Stress. Denn die zahlen mit praktisch die Zeche dessen, was da politisch passiert. Denn China oder Peking hat ja die Banken angewiesen, naja, seid mal ein bisschen großzügig, wenn hier mal der eine oder andere Kredit nicht bedient wird. Das ist natürlich für die Banken richtig schlecht. Man leidet unter der geringen Konsumentennachfrage nach Krediten, man leidet unter den Problemen am Immobiliensektor und so. Sehen wir, dass praktisch die Bewertungen für chinesische Banken immer weiter nach unten gehen. Das zeigt, wie krank das System ist inzwischen. Peking versucht ja, das Steuer rumzureißen, irgendwie mit Stimulus. Irgendwer muss das aber bezahlen, wenn zum Beispiel Kredite jetzt nicht so schnell zurückgezahlt werden müssen. Und es sind im Zweifel dann eben die Banken. Heute in China dagegen steigende Aktienkurse, weil man wieder hofft auf Stimulus. Allerdings würde dieser Stimulus dann auch bedeuten, dass es den westlichen Notenbanken, der Fed und der EZB, schwerer gemacht würde in Sachen Inflation, denn Stimulus heißt Liquidität, heißt latent steigende Preise dann auch wieder, zumal China ja praktisch schon in der Deflation ist. Also das wird spannend zu sehen. Der Yuan ist unter Druck und die Chinesen nutzen alle Möglichkeiten, die sie haben, um ihr Geld außerhalb Festlandchina zu bringen, eine andere Rechtsprechung dort zu haben, um diese Kontrollen zu umgehen, denen man unterworfen ist. Da gibt es einige Schlupflöcher, wird Peking die zumachen. Hochinteressant, der Yuan ist unter Druck und man hat sogar die Notenbank oder wird den Notenbankchef auswechseln, damit der neue Chef Pan Guanggong praktisch den Yuan stabilisiert. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, viele Staatsfonds und Zentralbanken kaufen Anleihen und Gold, interessanterweise. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, da nochmal die genaueren Dinge, wie es ausschaut um den US-Konsum. Das ist vielleicht mit die entscheidende Größe überhaupt. Wenn der Konsument nicht mehr funktioniert in den USA, dann wird die Wirtschaft dort nicht mehr funktionieren und die USA ist ein solches Schwergewicht, dass das dann nicht mehr auch für uns hier richtig gut funktionieren kann. Kreditzinsen auf Rekordhoch, Verbraucherkredite sehr schwach. Ist da eine Rezession im Anflug? Dritte Empfehlung. Also mit diesen drei Empfehlungen empfehle ich mich und sage Servus und Ciao.